Lampukistan Gaming ist hier. Ein neuer Tag in Anno 1800. Bricht heute an, Dienstag und Donnerstag. Wie schon geschrieben, werden wir weiterspielen. Und unser Plan ist ja, dass wir unsere Produktion zum Teil auf eine andere Insel ausweiten. Und zwar auf die hier. Dabei habe ich natürlich nicht links unten die Minimap bedacht, ne, die eigentlich recht groß ist. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier in der Schnellübersicht sogar die Fruchtbarkeiten. Wir haben bei uns Kartoffeln, Getreide, Reis? Nee, was ist das? Und Trauben? So, und hier haben wir genau dasselbe. Hier gibt es aber Hopfen. Hopfen statt den Trauben, ne? Weil meine Überlegung war, wollen wir denn hier auch noch, eventuell die Kartoffeln anbauen? Jetzt gucken wir aber erstmal nach unserem Schiff. Das ist unser Schiff. Wie können wir denn eine Handelsroute? Patrouille? Handelsroutenmenü. Mal gucken, wie das gelöst ist hier. Insel wählen. Kann man das so machen einfach? Einmal. Zweimal. Okay, das ist Ware laden. Genau, da wollen wir nämlich jetzt Bretter. Und ich würde... Können wir nur eine Ware auswählen? Hier sollen die Bretter auf jeden Fall abgeladen werden. Nein, okay, das geht so. Sehr gut, braucht immer den Gegenpart. Und dann wollen wir später hier am besten noch den Schnaps. 50-50. Dieses Schiff. Ich nehme an, die 2000 sind die Hitpoints. Die alte Welt. Alle Schiffe. Wie können wir das Schiff auswählen? Ah, hier Schiff hinzufügen. Schiff tauschen, speichern, Viereck entfernen. Müsste eigentlich... Ja, müsste ja nicht losgehen. Wir machen auch nur Gewinn von 5 Gold. Auf einer ihrer Routen gibt es ein Problem. Ja, das ist, wird wahrscheinlich sein, dass wir keinen... Ja, wir haben keinen Schnaps, aber das ist erstmal egal. Bringst du erstmal die Bretter hier rüber. Das ist dein Job. Genau, dann können wir hier nämlich diese Holzfäller-Geschichte. 71 Bretter haben wir wieder. Den hier weg. Und den hier weg. Und dann brauchen wir ein bisschen mehr Häuser. Wir brauchen wieder mehr Geld. 15 machen wir nur gut. Undank ist der Welten Lohn. Müsste theoretisch auch so gehen, oder? Genau. Es hat mir noch jemand einen interessanten Tipp gegeben, dass man wohl gewisse Baulayouts einfach kopieren kann und dann auf der nächsten Insel hier quasi platzieren. Da müssen wir uns mal mit befassen, wie das genau funktioniert. Wir haben 149 Schnaps, 149 Arbeitskleidung. Jetzt brauchen wir die Würstchen. Wollen wir die auch gleich hier irgendwie ein bisschen... Aber dann bräuchten wir... Dann bräuchten wir Lehm, ne? Hier haben wir das. Ein Lehmvorkommen und das müssten wir dann... Aber hier hätten wir sehr schön und viel Weide. Fläche. Hier unten, ha? Vielleicht. Aktuell 10 Bretter. Die werden natürlich jetzt erstmal weggefahren. So, wir machen erstmal das hier. Mein neues Lieblingsfeature.
Und dann einmal das hier. Sehr schön. So, der nimmt jetzt immer maximal nur 50 Bretter hier mit. Zu einem sagen wir, Imperium gehören Land und Meer. Falsche. Ihn hier brauchen wir. Mehrfachauswahlschiff bewegen. Wie können wir ein Schiff umbenennen? Schiffsmenü. Oha. Okay, okay, da hat er jetzt kurz, drinstehen, bretters.de nach Lamm. Okay, ein Kürzel. Ja, wir nehmen jetzt einfach immer mal alles mit. Dann dauert es ein bisschen, bis aufgeforstet ist. Nehme ich an. Gehen wir auf jeden Fall hier nochmal auf das Ganze, ne? Wir brauchen hier... Wir würden dem richtig hart reinschneiden, wenn wir da nochmal was bauen. Vielleicht nochmal so einen dritten Holzfäller. Hat der nur 28% Effektivität? Krass, okay, ist ziemlich wenig, ne? Wir passen das hier mal schön parallel an. Aber wir nehmen dem einen da richtig viel weg irgendwie. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hand. Okay. Hier R3 richten wir die Kamera aus. Genau. Dann brauchen wir die Straße noch. Nee, nicht die Straße. Ich würde gerne... Sehen wir in den Einzugsbereich rein? Ja, hier, genau. Okay, sehr gut. Auch nicht ideal, aber so ist es nun mal jetzt. Du hast angeblich keine... Was hast du nicht? Kein Lagerhaus in Reichweite. Das halte ich aber für ein sehr starkes Gerücht. Nicht genug Aufbaufläche. Ja, das ist krass. Wir haben den ziemlich... Der muss weg. Den müssen wir auch nochmal irgendwie umsetzen. Komm, gib nochmal die Hand. Wir haben ja jetzt hier kein richtig großes Platzproblem, ne? Wir machen hier einfach mal den da hoch. Und den packen wir hier hin. Dann haben wir, dann sind wir good to go. Noch eine Straße. Wie viel verliert er dadurch? 4%. Okay, das ist eigentlich nichts. Ne? Dann machen wir das Sägewerk, aber... Beziehungsweise... Ist jetzt die Frage, wo ist unser Schiff? Ja gut, 11 Tonnen Bretter hat es dabei. Alles gut. Wir müssen hier rein. Hier befindet sich das Lagerhaus. 10 Tonnen Bretter brauchen wir. Und für ein Sägewerk brauchen wir... Haben wir nichts. Fantastisch. So. Hier hin. Gebt mal ein bisschen Gas. Zehn Arbeiter zu wenig. Ja genau, das war die Geschichte hier. Es ist slow but steady, was wir hier gerade machen. Nicht genügend Arbeitskraft. Ja, ja, wir müssen unbedingt diese Leute hier... ist attraktiver geworden. Ja, das ist durchaus richtig. Statistiken... Das ist unsere Stadt.
Hier können wir die Statistiken direkt unserer aller Städte durchklicken. Wie war nochmal? Das müsste hier im Verwaltungsmenü irgendwo gewesen sein, ne? Dreieck. Da können wir dann Inselinformationen. So, pass du mal auf. Holz. Mal gucken, ob es auch eine Zeichenbegrenzung gibt. Schnaps. So. Und. Wurst. Ah, passt nicht ganz. Aber ist okay, soweit. Name wurde geändert. So. Plus 7 Arbeitskräfte. Fantastisch. Hier muss jetzt noch ein Lagerhaus hin, ne? Das ist jetzt noch unser nächstes Ziel. 10 Bretter. Wo ist unser Schiff? Wir müssen... Schiffe durchklicken können wir irgendwie nicht, ne? Mach mal Pause. Deine Handelsroute wird erstmal unterbrochen. So, wir gehen hier mit dem... mit L3 ein bisschen weiter. Dann können wir jetzt hier ein Lagerhaus setzen. Machen wir mal schön mittig. Dann entsteht hier erstmal unsere Holzversorgung. Müssen wir mal kurz gucken. Bisschen hier nochmal drüber checken. Wir haben 150 Bauern, 20 Arbeiter. 60 mal Ziegel. Das heißt, während die andere Stadt ein bisschen sich aufbaut, machen wir schon mal hier ein paar Pflasterstraßen. Hm? Würde ich sagen. Nee, warte, wir wollen ja noch weiterbauen. Ich will nicht schon abbrechen. So, wo sind wir? Hier. Machen wir mal bis zum Ende, dass es schön aussieht. So, dann haben wir hier das Stück schon mal richtig schön gemacht. Hier der kleine Holzfäller. Vorab wird der mal noch als Backup auf jeden Fall weiterlaufen. Dann haben wir erstmal so. Was ist das denn? Pferdekutsche. Krass. Haben wir vorab erstmal hier alles angebunden. So, dann geht es jetzt an die andere Insel. Hier haben wir schon 26 Bretter. Fantastisch. Können wir mal schön eine Geschwindigkeitsstufe wieder runtersetzen. Material. So, hier die Lehmgrube hin. Shit, dafür brauchen wir ja die fucking Arbeiter. Ah, es ist aber auch... Shit. Okay, das heißt, Schwein können wir hier tatsächlich aktuell noch nicht. Denn... dafür brauchen wir ja auch die Arbeiter, ne? Ja. Für die Metzgerei dann später. Brauchen wir die... für die Schweinezucht nicht. Da reichen die Bauern. Okay, pass auf. Dann, Abfahrt. Das wird abgerissen. Dann müssen wir ein bisschen, umdesignen. Hier machen wir erstmal ein bisschen Ackerland frei. Schweinezucht. Wie groß brauchst du? Muss man da Felder bauen? Das werden wir jetzt alles herausfinden. 5 Felder können wir hier setzen. Kann man wieder... kann man hier außen setzen? Ja. Okay, dann müssen wir nochmal verschieben. Drei. So müsste das theoretisch gehen, oder? Nee. Hand weg. Wie geht's? Jetzt. 5 Felder. So, hier kann man bündig 1 hinmachen. 2, 3, 4. Ja. Ach so, ja, die müssen auch die Straße auf jeden Fall noch hier rankriegen. Noch eine Schweinezucht. Direkt hier neben. Ja. So, einmal hier vor Kopf und hier oben drüber dann. 3 Stück.
Guck dir das an. Ist das schön oder was? Ist das schön oder ist das schön? So. Noch habt ihr keine Verbindung. Wir binden das Ganze nämlich so an. So. Hätten wir natürlich umgedreht machen können. Aber ist egal, ne? So, nicht genug Arbeitskraft. 50 Leute. Was sagten Sie gleich, woher Sie kommen? Baugelände blockiert. Okay. Halt, 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 halt. Nein, nein, nein. So nicht, so nicht, so nicht. So, guck mal, wir haben hier diese ganzen Gebäude dran jetzt. Dann versuchen wir das hier mal so zu machen. Finde das schön, wie ihr da am Hafenrand das Straßendesign direkt ändert. Okay, ja, komm, nehmen wir das Kind beim Namen. Wir müssen hier Bürgerhäuser... Okay, weiter geht's nicht. Zwei kriegen wir nur noch hin. Beziehungsweise Bauernhäuser in dem Fall natürlich. Ist jetzt die Frage, ist das eine clevere Sache, was wir hier anstellen oder nicht? Wenn wir ihm noch ein bisschen Fisch geben, dann kriegen wir auf jeden Fall nochmal zwei. Das sind jetzt alles, das ist Test. Das ist mein erstes Spiel. Jemand hat mir auch geschrieben, dass es einen Warenrechner gibt, damit wir das genaue Verhältnis zwischen den Produktionsgebäuden hier, beziehungsweise quasi hier, und dem Endvertrieb sehen, wie dem Sägewerk. Gab es bei den früheren Anno-Teilen auch schon, ist eigentlich ganz praktisch, wenn man dann später mal richtig dick planen will. Aber das hier ist ja quasi erstmal blind, wir gehen ja blind hier rein in das Ganze. So. Was ist mit dir? Warum kannst du nicht genügend Arbeitskraft? Ja, logisch. Natürlich geht das nicht. Hier unten an die Ecke. Vielleicht noch ein bisschen. Ein paar Leute. Damit nehmen wir dem Holzfäller nicht so viel weg. Wir können trotzdem nochmal drei Häuser bauen. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Was passiert, wenn wir ihn stilllegen? Null, okay, guck mal. So. Slow but steady müssen wir das hier machen jetzt erstmal. Was haben wir denn jetzt angeklickt? Ach was, das ist ja... Wenn wir X gedrückt halten, können wir das Gebäude direkt irgendwo anders hin. Ja krass, okay, das wusste ich gar nicht. Okay, wieder was rausgefunden. Haben wir das hier gebaut? Nee, okay, sehr gut. Also Leben, das ist erstmal Geschichte. Wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen die Leute groß werden lassen. Hier haben wir minus 65. Hier brauchen wir eindeutig mehr Häuser. Und da müssen wir nochmal checken, wie viel Fischbestand wir haben. Nicht, dass uns die Nahrung hier ausgeht und die Leute unzufrieden werden. Denk mal, man braucht auch noch demnächst hier wieder solche Marktplätze und sowas. Sonst ist das auch zu weit weg. Gehen wir mal kurz auf den Kontor. Wir haben 77 Tonnen Fisch. 148 Tonnen. Okay, also Arbeitskleidung und Schnaps sollte gar kein Problem sein. Hier haben wir ein fettes Lagerhaus. Hier können wir später, guck mal, schon machen wir ein bisschen Geld. Hier werden wir später... das hier machen. Die Würstchen. Wir machen auch erstmal nur eins, weil das... Oh, das kostet richtig Geld. Nur noch plus 8. Dann würde ich gerne deine Handelsroute bearbeiten. Handelsroute anhalten. Handelsroutenmenü öffnen. So.
Wenn wir jetzt hier sagen, wie tauschen wir das? Ware entfernen, Viereck? Guck mal hier, Schweine. Und Schweine lassen wir abladen. Und Bretter. Okay. Dann haben wir das. Speichern und schließen. Nochmal raus hier und dann darfst du deine... Nein, oha, was haben wir denn jetzt wieder angeklickt? Das ist Schiffsmenü. Steuerkreuz nach unten. I see. So. So, los geht's mit deiner Handelsroute. Du hast aktuell nichts an Bord. Oh, was ist das für eine Alarmglocke? Benachrichtigungen. Erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald der aktuelle Bewegungsbefehl für dieses Schiff oder diese Flotte ausgeführt wurde. Okay. Ja, lass erstmal fahren. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Neuer Stadtstatus. Hier haben wir das geschafft, ne? Haben wir jetzt hier genug Arbeiter? Wo sehen wir denn, ob wir hier genug 12 plus 12 haben wir? Hier haben wir plus 12. Wir brauchen unbedingt ein zweites Schiff. Wann machen wir weiter? Ich hatte schon einer kostet 5, das geht. Ersetzen würden. Ja, beim Holzfäll noch nicht. Was wir jetzt machen können, das habe ich früher auch immer gerne gemacht. Wir gehen hier rein in den Kontor und da wollen wir mal schauen, ob wir Waren verkaufen können. Okay, das ist nur unser Lagerbestand. Mit X Handelsoption, okay. Nee, stopp. Ja, ja, ich verstehe. Hier rein. Nochmal X. So, und dann müssen wir hier mit dem... Kein Handel. Verkaufen, wenn mehr als... Einlagern können wir wie viel? 75. Wir gehen mal Basic und Safe auf 50. Okay, wir verkaufen, sobald wir 50 oder mehr Tonnen Holz haben. Und... Hier kein Mindestbestand. Genau, verkaufen, wenn... Ebenfalls, hier gehen wir auch auf die 50. Okay, dann müssen wir hier wieder rein, bei der Verwaltung. Um uns, anzeigen zu lassen, was wir wollen. Und zwar, die Bretter sind wichtig für uns. Und tatsächlich natürlich die Schweine, ne? Das ist das, was uns interessiert. Auf dieser Insel aktuell. Holz und die Schweine. Du kannst arbeiten. Wir haben 16 Leute. Die bekommen jetzt auch ihre Fische. Fantastisch. Diese Insel ist... Good to go now. Jetzt müssen wir uns auf unsere Hauptinsel... weiter kümmern. Nicht genügend Arbeitskraft. Wir brauchen mehr Arbeiter. Das lösen wir, indem wir ein paar Gebäude aufwerten. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Hafenstadt. Oh, guck mal, da kommen gleich mal neue Sachen dazu. Irgendwelche Segel, Handelsrechte, schätzungsweise Depots. Nehme ich mal stark an. Du hast Vaters Unbeugsamkeit. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Okay. Ausblenden. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir haben neue Gebäude freigeschaltet. Wir sind eine Hafenstadt. Beenden wir die heutige Folge. Haben kaum etwas eingebracht. Und jetzt offensichtlich Anno 1800. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir wie immer gerne den Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Macht's gut bis dahin und... Bloß kein Stress.